So, da sind wir wieder nach einem kleinen Server-Neustart. Genau, es geht weiter. Es geht weiter und zwar ohne Monster jetzt gerade. Und ich habe jetzt mal den gewagten und gewitzten Plan, mein Haus ja ein bisschen auf der Seite auszugraben. Während ich hier ein bisschen, wie wir es ja gesagt haben, zum NPC Village einen Pfad ausheben werde. Genau, ist denke ich eine gute Idee, dann muss man nicht mehr so durch die Pampa laufen. Genau, da kann man uns viel Arbeit mit sparen. Jupp. Naja, und wo wollen wir den Pfad eigentlich ansetzen? Wollen wir den vom Bauernhof aus ansetzen, oder? Würde ich sagen, ja. Bietet sich ja an. Gut, dann mache ich das so. Dann nehme ich von da hinten von dem... Ja, okay. Ich habe in etwa einen Plan. Gut. Haben wir noch Kies da? Also habe ich sonst noch auf jeden Fall, ja. Also ich habe auch noch ein bisschen Kies. Ich weiß nicht, wie viel. Ich glaube, 2-3 Stacks, aber die werden nicht reichen. Nee, da so in die Richtung habe ich auch. Für eine 5-spurige Überlandautobahn. Na. Weil ich finde, so eine Autobahn ist eigentlich schon wichtig für sowas. Ja, die muss man haben. Ja. Und 5-spurig muss sie sein, damit ich schön breit mich schön breit machen kann auf der Straße. Mit einem fetten Arsch drüber passt. Ich will meinen fetten Arsch fett über die Piste brettern kommen. Jo, sage ich doch. Wow, du siehst gruselig aus. Der tauscht Kohle gegen Smaragde. Was tauschst du? Smaragde gegen Brot. Wer bist du? Du bist der Mönch hier. Tauscht Goldbahn gegen Smaragde. Ja, bei denen habe ich ja schon alles ganz gut durchgehandelt, denke ich. So, dann. Sonst klaue ich dir ein bisschen Kies von ihren Wegen. Na. Okay. Also ich muss jetzt mal gucken, wie weit ich das hier eigentlich alles abbaue. Hab ich noch nicht so richtig die Idee zu. Machen wir das hier so. Na mal gucken, mir wird schon was einfallen. Okay, ich setz am Brunnen an. Sogar noch eine Workbench hier. Yay, Workbench. Ja, wir dürfen das Erzählen nur nicht nebenbei vergessen. Was denn? Wir dürfen das Erzählen nebenbei nicht vergessen, sagte ich. Achso, erzählen, ja. Nee, gut. Über was wollen wir denn sprechen? Weiß nicht, zukünftige Minecraft-Pläne, naja gut, die sind jetzt einigermaßen klar, denke ich. Jo. Ne, Bauernhaus und so weiter. Das Bauernhaus? Nicht Bauernhaus, sondern Rathaus, meine ich, und dann das Dorf ringsherum später noch. Genau, dann das Dorf, dann da um das Haus, also eine Schmiede brauchen wir auf alle Fälle, eben hatten wir ja vorhin dann noch. Ja, aber erstmal auch ein bisschen Wohnhäuser und sowas nachher. Ja. Ich habe ja gesagt, ich will eventuell schauen, irgendwo noch eine etwas außerhalb gehaltene, du weißt schon, hatte ich ja gesagt, so eine außerhalb gehaltene mediterrane Bude irgendwie ein bisschen. Genau, aber das würde ich noch gar nicht erzählen, das wird später mal, wenn wir dazu ein geeignetes Plätzchen haben. Das kann man schon mit erzählen, das passt schon. Ja, dann musst du dir das beschreiben. Ja, nee, das ist also, ich meine, so mediterran, dann sollte man, weiß man ja eigentlich schon, in welche Richtung es ungefähr gehen soll dann. Naja, okay, ihr könnt es euch vorstellen. So. Also eher einen Brauton gehalten und kein Holz wahrscheinlich, ne? Ja, da, also wie gesagt, genau was für Materialien ich dafür hernehmen will, habe ich auch noch nicht im Kopf. Aber ich kann es mir schon etwa vorstellen, wie es nachher aussieht. Okay, das machen wir dann so. Ich würde gerne später nochmal irgendwie so ein Baumhaus mitbauen. Also was ein bisschen Größeres. Okay. Irgendwie so in den Wald rein, so als Waldbude oder irgendwie sowas. Na gut, ich würde sowieso mal schauen, dass wir irgendwie noch ein bisschen was am Wald ausbauen. Also so einen schönen großen Wald irgendwo hinbauen. Jo. So einen schönen Gruselwald mit einem Slenderman drin. Ja, irgendwie sowas. Also, dass das nachher alles
schön stimmig wird und man quasi in jeder Ecke der Welt irgendwas zu sehen oder zu erleben hat. Genau, zum Beispiel, Slendermans. Slendermans. Oder Kirby. Wenn Kirby kommt und Leute frisst. Ja, aber so stelle ich mir das später mal vor, irgendwie. Dass einfach überall was Sehenswertes ist und dass man hier gar nicht mehr aufhören kann zu gucken. So, okay. Ich brauche mehr Erde. Verdammt nochmal. Also Erde kann ich dir sonst genug geben. Ja, ja, habe ich bei mir in der Hütte auch noch was, aber ich brauche jetzt hier gerade welche. Dadurch, dass ich jetzt hier gerade auf den Berg abtrage. Huch, wo habe ich jetzt den Erdblock hier? Na, eigentlich ist es... das war knapp. Ah, warte mal, ich komme mal schnell vorbei und hole mal ein bisschen was an Erde ab. Jo. Da! Da! Gerade Angst gehabt. Todesangst, um genau zu sein. Armes Tuff-Tuff. Ja. Ich fühle mich leicht verarscht von dir. Was willst du mir damit sagen? Dass du ein armes Tuff-Tuff bist. Das klingt so spöttisch. Fängt das Holz da an zu brennen und ist dann... Mein Haus brennt. Ja. Okay, das Holz fängt also an zu brennen. Schnauze. Hui. Also, Juri packt gerade seine Bude ab. Da sollte ich schön Stein drauf lassen. Nein, ist alles gut gegangen, aber da sollte auf jeden Fall Stein drauf bleiben. Okay. Muss ich nachher mal Ziegel draufsetzen. Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Was du gerade verfeuerst? Nein, wie gesagt, mein Haus hat gerade kurz angefangen zu brennen, ich habe es aber schnell gelöscht. Schnell mit der Faust gegen geprügelt quasi. Au, heiß! Ah, Finger, au, ah! Oh, ja. Es ist aus, Glück gehabt. Uiuiuiui. So in etwa war es. Aber da kann ich nachher einen schönen außenliegenden Schornstein draus machen. Das ist gar nicht so schlecht. Das finde ich gut. Machen wir. Okay. Einen Schornstein. Was macht denn ein Schornstein? Schornsteinen. Der Schornstein. Den ganzen Tag. Genau. So, jetzt muss ich mal gucken, wie weit ich hier eigentlich abgrabe. Einmal hier, über Stock und über Stein. Meine Maus hat sich einfach runtergezogen. Geister! Mein Gott. Akte X. Quasi. Ist gefordert, schnell. Das sind nämlich Fälle, die das FBI wirklich für das FBI wirklich wichtig sind, ne? Nicht so Waffentransporte von Schmugglern oder sowas, nein, übersinnliches. Beim FBI heißt wahrscheinlich auch jeder Mulder und Scully einfach, weil es Kult ist. Ja. Warum brennt denn mein Haus jetzt schon wieder? Wie kann das sein? Warum brennt mein Haus schon wieder nicht, hallo? Was ist hier los? Nein, mal im Ernst, wie kann das denn sein? Da liegen Steine oben drauf. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sag dir gerade, warum wird es hier auf einmal so hell? Das wäre schön, wenn es langsam hell werden würde. Ich sehe nämlich nichts. So, bis hierher und nicht weiter. Okay, so. Das brennt da schon wieder. Scheiße, und ich komme nicht ran. Also Cobblestone scheint nicht dicht zu halten irgendwie. Dann nimm halt... Hast du keine Ziegelsteine mehr oder so? Ja, aber gerade nicht dabei. Kannst du hier mal aufpassen? Oder mir mal welche bringen? Warte, Papa kommt. Mach halt einfach das Feuer komplett erstmal aus und zündst dann nachher wieder an. Also, wärst du mein zweiter Vorschlag? Ja, aber wenn ich jetzt hier weggehe, ist so meine Befürchtung, dass das von außen anfängt zu brennen, weißt du? Er macht doch das Feuer einfach einmal komplett aus. Ja, das müsste ich ja reingehen.
Hä? Ich weiß gerade nicht, okay, wo bist du? In deinem Kaminzimmer, oder? Auf dem Haus. Warum brennst du auf dem Haus? Ja, weil der Kamin außenliegend ist. Im Moment. Ich bin verwirrt, ich bin gleich da. Kannst du so, wie komme ich da hoch? Oben durch Schlafzimmer, da ist neben dem Fenster was frei. Okay. Da, schon wieder. Hör auf. Ah, hier, okay. Wo fängt's Feuer? Hier fängt's immer mal an zu brennen. Also bleib einfach hier stehen und wenn's brennt, dann hau mit der Faust drauf. Ich brauche mit einem Erdblock drauf. Ich geh eben gucken, dass ich Steine finde. Ich weiß nicht, warum, ob Cobblestone nicht dicht hält gegen Feuer. Das weiß ja da unten eigentlich. Wieso sollte es hier oben dann anfangen zu brennen? Ich weiß ja nicht, wie hoch Feuer oder die Hitze des Feuers quasi reicht. Das ist voll seltsam. Ja, ne? Vorher hat es ja nicht angefangen zu brennen. Gut, vorher lag Erde drauf, oder? Ja, und Cleanstone. Seltsam. Hast du es gerade gesehen? Nee, es brennt noch nichts. Ist alles aus. Ist alles gut hier. Gut. Bin sofort da, so. Ja, chill, chill. La 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 la, da hoch. Stress! Alles so, cool. Jetzt gib mal eben ein bisschen Rückendeckung, bitte. Ja, ja. Es hat übrigens kein einziges Mal angefangen zu brennen hier. Ja, bei mir eben gerade, als ich auf dich wartete, schon. So, guck hier. Wenn du jetzt hier einen Moment wartest, dann fängt es hier oben gleich an. Ja, das ist jetzt der Vorführeffekt. Ja, ja, ich sehe, wie es anfängt. Uiuiui, das brennt ja wie Zunder. Warum jetzt nicht mehr? Das ist doch irre. Tut mir leid, wenn es so klingt, als würde ich mich über Juwi lustig machen. Brennt nichts. Seltsam. Also eben haben die beiden Blöcke hier an der Seite angefangen zu brennen, die hier oben. Nee, ich sehe nichts. Ja gut, du bist ja wieder da. Jo. Dann kümmere dich um dein flammendes Haus. Um dein Flammeninferno. Ich hab Batman gehauen. Ja, danke für die Wacht. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Will ja nicht, dass seine Bude abfackelt. Komm dann dahin. So. Ja. So, dann einmal wieder über den Bauernhof drüber schlagen. Zum Schafsgehege. Aber gut, dass es Nacht war. Sonst wäre mir das wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Es brennt, es brennt. Ist mir doch egal, ich krieg's nicht mit. Okay. Wir müssen dann eine Brücke bauen. Nach drüben zum Dorf. Okay. So, schauen wir mal, von wo habe ich das angesetzt. Dass ich jetzt nicht vielleicht aus zwei Richtungen angefangen habe zu bauen. Ich mich scheiße planen, okay. Ach, wobei. So, ein bisschen kaschieren. Puh, Action, mein Herz rast ein bisschen. Mein Haus brennt. Ja, was meinst du, wie blöd das wäre, wenn mein Haus jetzt einmal komplett abbrennt? Das ist komplett aus Holz gemacht. Komplett die ganze Bude brennen nieder, geil. Dann wäre das heute aber echt nicht mein Tag, ey. Juwi stirbt bei meinen, Juwis Bude fackelt ab. Lol, hab ich heute nichts geschissen bekommen. Ja, Juwi. War das wieder aus dem Urlaub da und bei dir läuft alles scheiße? Ja, das ist ein Zeichen. Ja. Ist ein gutes Zeichen, ne? Ah, ich weiß ja nicht. Ja, doch, doch, auf alle Fälle. So, schauen wir mal, da habe ich mich... Ah, okay, dann machen wir das so. Das passt. Huch. Nee. Also hier zwischen ist schon... brennt das Holz echt weg.
Obwohl da jetzt Steine drauf liegen, brennt das Haus weg. Das ist ja der Hammer. Also wahrscheinlich sind so Steine wie Ziegelsteine und so echt nicht so ganz feuerabhaltend. Dann hau halt einfach noch oben was aufs Holz drauf. Ja, ich mach da jetzt Cleanstone rein, ein bisschen geschickt. Weil der scheint das ja gehalten zu haben. Ich find's irgendwie lustig, dass dein Haus brennt. Das ist irgendwie seltsam.